Hallo, mein Name ist Tommy. Ein oder zwei oder drei Leute hier im Raum kennen mich, der Rest noch nicht. Ich musste einen Titel hierher schreiben und deswegen habe ich geschrieben Nerds into Parliaments. Aber eigentlich bin ich hier, weil ich der Meinung bin, ich sage kurz drei Fakten zu mir. Mein Name ist Tommy, also ich bin 32 Jahre alt, ich habe einen 10-jährigen Sohn, ich bin Systemarchitekt. Und ich glaube, wir haben ein gemeinsames Problem. Und zwar, wir haben erkannt, wofür, welchen Nutzen die Digitalisierung und Technologie in unserer Gesellschaft stiftet. Und unser Problem ist, dass die Politik oder sagen wir mal die generellen Interessensvertretungen in Österreich, die Legislative es nicht tut, im größten Teil. Und ich gebe ein paar Beispiele dafür. Wir haben letztes Jahr wurde das Überwachungspaket eingeführt in Österreich. Das heißt, es gibt den Staatstrojaner, es gibt die Regelung, dass in jedes Gerät eingebrochen werden kann, es kann der öffentliche Verkehr überwacht werden, es gibt diese IMSI-Catcher, die zumindest mal messen dürfen, wo euer Telefon ist und theoretisch ist noch mehr möglich. Es ist noch nicht der Fall, aber es könnte theoretisch jederzeit losgehen. Es wird irgendwann in Zukunft kommen, Cyber Warfare. Also es wird Kriege geben zwischen größeren Institutionen, Ländern, die sich im Internet bekämpfen, die sich richtig in die Goschen haben. Wir erleben es jetzt schon, es gibt den Infokrieg. Das heißt, es wird mit Fake News, werden Wahlen manipuliert. Und jetzt wird immer mit dem Finger auf ein Land gezeigt, aber ich glaube, alle Großmächte der Welt haben ein Interesse daran, in die Politik anderer Länder einzugreifen. Viele Dinge mehr, die uns auch mehr persönlich betreffen. Es gibt Psychometrie, wo unsere Persönlichkeitsprofile erstellt werden. Es gibt kein sauberes Verständnis unserer Gesellschaft, was mit Consent ist in Bezug auf unsere Daten, unsere persönliche Datenhoheit. Wir erleben die ganze Geschichte um Artikel 13 Zensur. Und wir erleben auch, dass wir Monopole haben von Suchmaschinengiganten, von sozialen Netzwerken, wo es noch nicht in großem Maß explizit Probleme sich zeigen, aber wo wir immer mit der Angst leben müssen, ja, was ist wenn denn, ja, was ist wenn, ja, wenn sie ihre Macht in größerem Maße missbrauchen. Und das habe ich gesagt, die Politik vertritt uns in dem Sinn nicht. Und das liegt daran, dass zu viele Menschen aus einer Generation dort sind, die nicht mit dieser Technologie aufgewachsen sind. Ja. In unserer Generation es gibt Digital Natives, die sind aufgewachsen, so wie ich zum Beispiel. Ich habe mit 10 mein erstes Computerprogramm geschrieben. Ich habe mit 12 in der Schule einen Vortrag über das Internet gehalten, obwohl ich selber noch keinen Internetzugang hatte. Ich habe mit 14 mein erstes Computerprogramm geschrieben. Es ist eine andere Generation von Menschen, die das viel besser verstehen, wohin die Reise gehen kann und was unsere Themen sind. Die alte Politik beschäftigt sich mit Verbieten und Verhindern. Und das Problem ist, dass wir in den Parlamenten niemanden haben wie wir. Wir haben Juristen und wir haben Volkswirtschaftler und wir haben auch Doktoren und so. Aber wir haben nicht wirklich Naturwissenschaftler in der Politik. Nicht viele. Wir haben keine Nerds, wir haben keine Digital Natives. Und ich mag das ändern. Also ich werde antreten und ich werde versuchen, in den Nationalrat zu kommen. Und es gibt einen Pfad, bei dem die Möglichkeit besteht, dass ich das machen kann. Dazu komme ich jetzt. Ich sage gleich, wie es geht. Ich mag nur kurz was zu erzählen. Ich meine, ihr spürt es mich schon ein bisschen, aber nur kurz dazu, warum ich geeignet sein könnte für die ganze Geschichte. Ich bin Bachelor in Informatik, Master in Informationsmanagement und Computersicherheit. Ich bin inzwischen nach 10 Jahren, 12 Jahren, keine Ahnung, das 10 Jahren Berufserfahrung, Systemarchitekt in einer Organisation, die, sagen wir mal, ungefähr 100 Angestellte hat. Ich habe unterrichtet Mobile Business selber schon 2 Semester, nachdem ich 6 Jahre Apps entwickelt habe. Ich war einer der ersten iPhone-App-Entwickler in Österreich. Ich war politisch aktiv. Ich bin über die Piratenpartei in die Politik gekommen. Und war im Landesvorstand Wien und ich habe 2013 mitorganisiert die Demo Freiheit statt Angst, stoppt den Überwachungswahn. Auch andere kleinere Demos. Ich habe inzwischen
Ich war eine Weile nicht netzpolitisch aktiv, nachdem ich einen Job gefunden habe bei NEOS und dort seit einigen Jahren aktiv bin. Aber ich habe in den letzten Jahren einen politischen angesetzt. Ich habe für das Thema Crypto Economy, Bitcoin, Blockchain angestoßen, dass wir als erste Partei in Österreich ein Positionspapier dazu haben und zumindest mal Stellung beziehen und das zu einem Thema machen. Wir haben politische Anfragen eingebracht. Ich bin bei den NEOS, aber ich komme gleich dazu. Es geht nicht darum, dass ich Werbung für eine bestimmte Partei mache. Ich bin gleich fertig. Ich mache nicht Werbung für eine bestimmte Partei, ich mache Werbung für mich heute. Ja, okay, also, worum geht's? Ihr wisst die Probleme, die ich angesprochen habe, und wir haben ungefähr ein gleiches Verständnis von den Lösungen. Das sind Themen, die auf Technologie bezogen sind, wo wir sagen, wir wollen keinen Überwachungsstaat, wir wollen ein digitales Selbstbestimmungsrecht und so weiter. Okay, was ich mache ist, ich möchte antreten bei den Vorwahlen bei NEOS. Und das bedeutet, das ist ein Vorwahlprozess, wo die Öffentlichkeit teilnehmen kann und zu einem gewissen Maß mitbestimmen kann, wer auf diese Liste kommt. Ich möchte kandidieren und ich möchte es versuchen, als Digital Native und als Nerd ins Parlament zu kommen. Es gibt nicht viele Leute, die so ticken wie wir im Parlament, aber ich bin ein Nerd. Ich sage nicht, dass ich so ticke wie ihr, aber ich bin ein Nerd. Und ich finde, es sollte so Leute wie uns im Parlament geben. Und mein Angebot ist, dass ihr mich unterstützt bei der Vorwahl und ich versuchen kann, diese Themen im Parlament laut zu machen. Es bedeutet nicht, dass ihr Mitglied sein müsst und es bedeutet nicht, dass ihr diese Partei wählen müsst. Es bedeutet nur, dass ihr mich bei diesem Vorwahlprozess unterstützt über eine Online-Vorwahl. Ich kann euch die ganzen Details erzählen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Super.